Es war ein ganz gewöhnlicher Abend im Hochsommer, als Tommy Krappweiß auf der Couch der Tonregie hochschreckte. Was? Was? Oh, geht's los, oder was? Ja, es war Zeit für das Live-Hörspiel, das sie eigentlich für die Buchmesse Saar geplant hatten, was dann dank des elenden Covid-19-Virus abgesagt werden musste und nun in Form eines Livestreams umgesetzt werden sollte. Allerdings hatte Autor und Regisseur Tommy Krappweiß den Aufwand, der dafür nötig sein würde, mal wieder gehörig unterschätzt. Funktioniert alles? Haben wir Bild, Ton? Sind wir alle da? Fragte Tommy Krappweiß in die Runde. Kai, du musst das nicht alles kommentieren. Murmelte Tommy Krappweiß, leicht genervt. Kai, wie gesagt... Versuchte er abermals zu erklären, jedoch erfolglos. Kai Taschner war heute hierher gekommen, um den Erzähler zu geben. Und nichts und niemand würde ihn davon abhalten, zu erzählen, bis man ihn gewaltsam aus dem kleinen, fensterlosen Raum zerren würde, in den man ihn vor ein paar Stunden installiert hatte, ohne ihm auch nur einen Tropfen Wasser anzubieten. Sollen wir dir vielleicht was zu trinken bringen, Kai? Nein, antwortete der Erzähler und schwieg. Okay, gut. Wollen wir dann vielleicht mit dem Titelsong beginnen? Wiegald, bist du bereit? Ich weiß zwar nicht, wen Sie mit Wiegald meinen, aber von mir aus. Okay. Alles klar? Alles klar. Mein Name ist Rufus T. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Und so heißt ja auch die Kanzlei. Also natürlich nicht Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Nur ohne die letzten zwei. Auf dem Klingelschild steht Rufus T. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Und das macht auch mächtig viel Sinn, denn hinter der Tür von T. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek ist auch der Feuerfliek drin. Ich bin Rufus T. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Und mich gibt's auch nur einmal, denn gibt's einen zweiten T. Feuerfliek, 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 wär er nicht mehr als nur zweite Wahl. Anwaltskanzlei, T-Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg, steht auf dem Schild an der Tür dran, denn hieße ich Rufus T. Schmidt, wäre das Schild zu lang. Ich bin Ihr Anwalt, T-Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg, und Ihr Problem ist mir nie einerlei, denn mit mir als Ihr Anwalt, T-Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg, haben Sie danach vielleicht zwei. Oder drei. Mein Name ist Rufus D. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Und auch dieses Lied ist deutlich zu lang. Das liegt daran, dass das D. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek dreimal wiederholt wird. Und dann geht's weiter mit Rufus D. Feuerfliek, Feuerfliek, Feuerfliek. Hallo, irgendjemand, haltet mich auf. Bitte stoppt Rufus T. Feuerflieg, 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 werft irgendwas auf mich drauf. Hey, aua! Dankeschön, danke. Aua. Es war ein warmer Dienstagvormittag im Hochsommer, als der Anwalt Rufus T. Feuerflieg von seiner Arbeit im Büro hochschreckte. Herr Feuerflieg! Was, wie wer? Oh nein, mon Dieu, meine wunderbare antike Sanduhr. Oh, das tut mir leid, Herr Feuerflieg. Ich wollte Sie nicht so erschrecken, aber Sie haben so tief geschlafen. Also bitte, ich schlaf doch nicht bei der Arbeit. Ich hab darüber nachgedacht, wie ich den Sand in meiner Sanduhr dazu bringen kann, langsamer zu rieseln, damit sich mein Mittagsschläfchen verlängert. Also, dass ich natürlich gar nicht gehalten habe. Natürlich. Ja, aber dank Ihnen habe ich nun eine Sorge weniger. Das freut mich zu hören, Herr Feuerflieg. Kann es sein, dass Ihnen die beißende Ironie in meinem Wortbeitrag gänzlich entging? Aber nein, ich ignoriere sie nur völlig. Ah, das ist wie immer sehr clever von Ihnen, Crescentia Freifrau von Himmelberg-Hasselow, meine Assistentin mit der hexerischen Begabung, die mir mit meinen Klienten und Klientinnen aus der Zwischenwelt hilft, die mitunter recht ungewöhnliche, um nicht zu sagen paranormale Fälle zu mir tragen, welche ich dann in der mir eigenen, unorthodoxen Art zu lösen, beliebe. Warum haben Sie das jetzt gerade alles so ausführlich erklärt? Ich habe keine Ahnung. Es erschien mir irgendwie relevant.
Naja, ich muss ja davon ausgehen, dass jetzt nicht alle, die in dem Stream zuschauen oder hören, wissen, wer oder was ein Rufus T. Feuerflieg ist oder was seine Assistentin macht und dass sie halt eine Hexe ist und dass es um so Fälle geht, die... Der Autor hielt inne, als er feststellte, dass er gerade im Begriff war, abermals zu erklären, was er seiner Hauptfigur gerade zur Genüge hatte erklären lassen. Und schwieg. Vielen Dank. Denn nun deutete Crescentia Freifrau von Himmelsberg-Hasselow mit dem Finger in Richtung des Vorzimmers. Soll ich vielleicht Ihren ersten Klienten für heute hereinlassen? Haben wir denn einen? Ja, allerdings. Na dann herein, wenn's kein Kölscher Knallkobold ist. Ist es nicht. Den Göttern sei Dank. Das ist jedes Mal die Hölle in Bund. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Das Geknalle, die Stimmungslieder oder diese gigantischen Schnurrbärte. Herr Feuerflieg hat nun Zeit für Sie. Ja, sehr schön. Danke. Guten Tag. Feuerflieg, der Name. Roland Inger, vielen Dank, dass Sie so spontan Zeit für mich hatten. Sehr gerne, Herr Ronaldinger. Bitte setzen Sie sich. Nur Inge, bitte. Dann gerne. Mensch, Inge. Also Schrumpfkamelle, so schnell hat mir noch niemand das Du angeboten. Ich habe Ihnen kein Du angeboten. Aber Inge, du... Mein Name... Ist Rufus T. Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg. Entschuldigung, Reflex. Ist Ronald. Inger. Ronald ist der Vorname. Inger ist der Nachname. Ich wollte ja immer Hedwig heißen, aber meine Mutter hatte eine Eulenphobie. Sagen Sie, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon einmal irgendwo gesehen? Moment, lassen Sie mich raten. Wir haben vor vielen Jahren zusammen Heizdecken verkauft auf dieser Kaffeefahrt mit dem altersschwachen Reisebus und dem nicht minder grenzfidelen Seniorenkegelclub Erster KC Hüftensteif. Nein. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Eigentlich vergesse ich nie ein Gesicht, wenn ich es einmal flüchtend erblickt habe. Sie meinen flüchtig? Nein, ich meine flüchtend. Denn ich erinnere mich deutlich, dass wir beide querfeldein auf der Flucht waren, nachdem die Heizdecken bei der Vorführung Feuer gefangen, das Restaurant abgebrannt und der Reisebus explodiert war. Ich versichere Ihnen, hier liegt eine Verwechslung vor. Aber der erste KC... Herr Feuerflieg! Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich ein Anliegen habe, und dieses würde ich nun gerne vortragen, wenn Sie nichts dagegen haben. Also gut, einen Moment bitte. Was tun Sie da? Ich bereite mich darauf vor, Ihnen meine ungeteilte Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Indem Sie Tetris spielen? Nein, eben nicht. Batterien sind eh fast leer. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich bereite mich auf eine große Rolle vor. Na, wenn Sie meinen, soll ich den Tisch etwas beiseite rücken? Wenn Sie vielleicht einfach die Stühle... Eine Filmrolle. Ein Schauspiel. Eine Schauspielrolle in einem Film. Ich bin Schauspieler. Ah, dann sind Sie ja weit gekommen seit der Kaffeefahrt. Ich versichere Ihnen... Fahren Sie fort. Ich meine, bleiben Sie hier, aber fahren Sie fort. Sie verstehen. Es handelt sich um die Verfilmung eines Romans aus dem Fantastikbereich. Detektiv Drakulev und das Drama der drei dunklen Damen. Welch originelle Schicksalsfügung. Ich bin amüsiert. Wie meinen? Hören Sie sich einfach mal das fünfte Ghostsitter-Hörspiel an. Das was? Bitte weiter, ich bin ganz Ohr. Nun, ich soll in diesem Film die Rolle eines Werwolfs verkörpern. Ach was? Ja. William, der Werwolf, ein wortkarger, meist schlecht gelaunter Eigenbrötler, der am liebsten den ganzen Tag an seinem Motorrad herumschrauben würde. Und dafür wollen Sie mein Motorrad? Was? Nein. Gut, ich habe auch gar keins. Ach, ich verstehe, ich soll Ihnen Schauspielunterricht geben. Ach, nein, danke. Kein Bedarf. Ich war 5 Jahre in New York bei Strasberg. Das tut mir leid zu hören für Herrn Strasberg. Strasberg ist leider tot. Sie haben ihn totgelabert und brauchen jetzt einen Anwalt? Nein, ich brauche jemanden, der Kontakte zu Werwölfen hat. Wer sagt denn das, also, dass ich... Sie wurden mir empfohlen. Herr Feuerflieg, ich kann einen mürrischen Motorradrocker spielen, das ist kein Problem für mich, aber einen Werwolf, wie soll ich eine solche Kreatur glaubwürdig darstellen? Na ja, Gebiss rein, Haare auf und jau! Ja, genau,
So stellt man sich einen Werwolf vor seit dem Jahr 1941, in dem Lon Chaney Jr. zum ersten Mal eine solche Kreatur im Film verkörperte. Und alle folgenden Schauspieler orientieren sich daran, bis es zu einem verkrusteten, langweiligen Klischee wurde, das sogar ein halbseidener Winkeladvokat wie Sie mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Danke, auch ich verstehe etwas vom Method Acting. Herr Feuerflieg, ich will die Rolle des Werwolfs für das Kino neu definieren. Verstehen Sie? Akustisch ja, inhaltlich geht so. Verschaffen Sie mir Kontakt zu einem echten Werwolf, der mir nahebringt, wie es wirklich ist, mit einer solchen Kreatur in Körper und Geist zu leben. Wäre Ihnen denn geholfen, wenn ich Ihnen das ein oder andere vom Hörensagen berichten würde? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will alles aus allererster Hand erfahren. Ich brauche einen Werwolf, einen Lehrer für alles, was einen Werwolf ausmacht. Verstehen Sie mich? Für Drama, Zwiespalt und Blutdurst. Für Rama, Zwiebel und Blutwurst. Was? Hören Sie, Herr Inger, ich... 50.000 Euro für eine halbe Stunde. Wie bitte? Ich sagte... Einen Moment bitte. Crescentia! Herr Feuerflieg? Bitte merken Sie mitten und hören Sie auf. Was? Ich meine natürlich andersherum. Und Sie, Herr Inger, wiederholen Sie das noch einmal unter Zeugen. Und bitte... 50.000 Euro. Für? Eine halbe Stunde. Mit einem Werwolf. Richtig. Zahlbar im Voraus. Warum das? Diese Frage allein zeigt mir überdeutlich, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, worauf Sie sich hier einlassen wollen. Aber gut. Horrido, haben Sie das alles vernommen, Crescentia? Das habe ich sehr wohl, aber... Aber Schmamber, sehr geehrter Herr Inger, Sie sagten just unter Zeugen, dass Sie mir für ein halbstündiges Treffen mit einem Werwolf glatte 50.100 Euro berappen. 50.000. Also die 200 Euro mehr, oder wird's Ihnen wohl wert sein, oder? 200? Richtig. Crescentia, bitte setzen Sie eine schriftliche Vereinbarung auf zwischen Herrn Inger und mir. 50.300... 50.000. 444,40 Euro für eine halbe Stunde Werwolf-Coaching. Wenn Sie meinen... Ich meine das. Und bitte verbinden Sie mich umgehend mit, Sie wissen schon wem. Also gut, auf Ihre Verantwortung, Herr Feuerflieg. Wie immer also, wunderbar. Und Sie, Herr Inger, zählen mir die Kohle Schein für Scheinlein in mein Patschehändchen und raten Sie mal, wann. Ich nehme an, jetzt sofort. Sie haben so arg recht, dass es fast schon wieder link ist. Und, Crescentia? Ja, bitte? Ich habe noch eine weitere Aufgabe für Sie und keine Zweifel, dass Sie auch diese mit Bravour lösen werden. Ich ahne, was es ist und werd's versuchen. Vielen lieben Dank. Sie sind die beste Assistentin, die sich ein Fachanwalt für paranormale Fälle nur wünschen könnte. Feuerflieg hielt inne, lauschte einen Moment in die Stille und sah sich dann verwundert um. Müsste jetzt nicht sowas wie ein Jingle kommen? Ein, was? Naja, so ein kurzes Musikdings, dieses typische da-di-da-dam-dam-da-da am Ende einer Szene, wenn wir einen Zeitsprung... Ach so, ich hab ja selber das Keyboard. Moment. Da-di-dam-da-dam-dam-da-da. Okay, das lief alles schon ganz gut. Vielen Dank an alle bis hierher. Sprach der Autor und Regisseur in sein Mikro und dachte insgeheim an all die Pausen und Versprecher, die er nachträglich würde herausschneiden müssen. Welche Pausen und... Herr Sprecher, bitte, Herr Krabbeis. Was? Ich hab gar nichts gesagt. Rief Tommy Krabbeis peinlich berührt und versuchte gleichzeitig vermittels seiner eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten zu begreifen, warum der Erzähler in der Lage war, alles auszusprechen, was er, Tommy Krabbeis, gerade dachte. Was? Kai? Warum? Stammelte er und versuchte, sich zu sammeln, was ihm auch gelang. Okay. Halbwegs. Vielleicht machen wir dann einfach weiter. Sind alle bereit? Schön. Und bitte. Crescentia, ich hoffe, Sie haben eine Lösung für unser klitzekleines Problemchen gefunden. Ja, das habe ich. Ich habe nichts anderes erwartet, freue mich aber trotzdem wie ein Rahmschnitzel mit Preiselbeeren. Crescentia, es hat geklopft. Das habe ich vernommen, Herr Feuerflieg, danke. Bitte. Ist das der Werwolf? Aber und wie? Ich muss nur einen Moment mit ihm alleine sprechen, wenn Sie gestatten, und schließe dafür die Tür. So, na dann. Hallo, was ist? Hallo, Welf, schön, Sie zu sehen. Schauen wir mal. Was wollen Sie, Feuerflieg?
Hallo, Welf. Sie glauben ja gar nicht, wie ich mich freue, dass Sie es einrichten konnten. So sehr wie ich? Vielleicht. Also gar nicht. Hören Sie, ich habe nicht lange Zeit. Heute ist Vollmond. Da sollte ich pünktlich zu Hause sein, wenn Sie verstehen. Oh, Sie haben recht. Dann sollten wir uns beeilen, Herr Feuerflieg. In der Tat. Das könnte sonst recht haarig werden. Ja, für Sie. Also, was bitte ist so dringend, dass ich meinen Mustang alleine lassen muss? Ich hoffe, Sie haben ihn vor der Tür am Gelände angebunden. Mein Mustang ist ein Autofeuerflieg. Dann hoffe ich, dass Sie ihn wieder losbinden, bevor Sie abfahren. Mein Mustang ist nirgends angebunden, der steht in der Garage. Das Getriebe ist hinüber und ich krieg seit Tagen nicht repariert. Wie wär's mit einem neuen? Wissen Sie, was ein originales Getriebe kostet? Nein, aber ich weiß, wie Sie es bezahlen können. Da drinnen in meinem Büro sitzt ein Schauspieler, der demnächst einen Werwolf spielen soll und dazu gerne Tipps hätte von einem echten solchigen Welfen. Welchen Welf? Was? Der Mann dort drinnen möchte von Ihnen erfahren, wie es ist, ein Werwolf zu sein. Was? Aber und der spinnt doch. Und Crescentia wird dafür sorgen, dass Ihre Identität geheim bleibt. Na, wie soll das denn gehen? Diese Frage gebe ich weiter an meine Assistentin. Ich werde einen wikingerischen Haarzauber anwenden. Was? Sie zaubern nicht meinen Helm mit Hörnern an die Birne? Ja, okay, das war's. Ich gehe wieder zu meinem Mustang. Warten Sie! Wenn Sie dem Typ da drinnen erzählen, was er wissen will, können Sie Ihren Mustang Hafer aus purem Gold verfüttern. Nochmal, Feuerflieg, mein Mustang ist kein Pferd. Umso besser. Gold ist schlecht für die Verdauung. Aber so ein neues Getriebe... Sie wirken tatsächlich etwas klapprig. Ich rede von meinem Auto, verdammt. Weiß ich doch. Ihre Vorlagen sind nur zu verlockend. Ja. Also, Sie verdienen jetzt hier und gleich mit einem einzigen, gerade mal halbstündigen Gespräch ganze 5 Euro. Was? Wenn ich es Ihnen doch sage und davon bekommen... Sie die Hälfte, also 2,50. Bar auf die Kralle, hier! Aber nicht alles auf einmal verschleudern. Soll das irgendwie witzig sein, Feuerflieg? Ich erhöhe auf 3,50. Feuerflieg? Es sind 25.222,20 €, Welf. Ich hatte ihn fast so weit. 25? Okay. Das ist eine Menge. Und wie war das mit diesem Wikinger-Dings? Ich werde mit einem altnordischen Haartrachtzauber dafür sorgen, dass Sie sich währenddessen selbst kaum erkennen. Sicher? Sehr, sehr sicher. Na kommen Sie schon, dem Getriebe zuliebe. Also gut. Yes! Crescentia, legen Sie los! Bitte halten Sie still. Ich bin die Ruhe selbst. Ich meinte nicht Sie. Ach so. So etir od vaxa gulithar a evdi og hyku ogundir nevinu. No! Wow! Okay, also das hat funktioniert. Das ist wirklich eine Menge Haar und noch mehr Bart. Ich bin beeindruckt, Crescentia. Vielen Dank. Juckt wie der verdammte Teufel. Also gut. Und jetzt? Jetzt folgen Sie mir in mein Büro, wo der Herr Schauspieler wartet. Und zwar schnell, bevor Ihnen der Fischhändler von gegenüber eine Flunder in die Friese klatscht. Diesen Witz hab nicht einmal ich verstanden, Herr Feuerflieg. Na, wegen dem Bart. Er sieht aus wie der Schmied gegenüber von dem Fischhändler in dem gallischen Dorf von Asterix. Ja, ja, alles klar. Wollen wir dann jetzt mal, bevor der Bart wieder ab ist? Unbedingt. Los geht's. Feuerflieg überholte Welf auf dem Weg zu der großen Doppeltür, die in sein Büro führte, und stieß selbige schwungvoll auf. Herr Inger, ich präsentiere Welf, Elix, der Werwolf. Ich bin... Ja, ja, ich auch. Bleib sitzen. Ganz wie Sie wollen, natürlich. Ach, ich hab so... Viele Fragen. Ja, ich habe aber nicht die ganze Nacht Zeit. Heute ist Vollmond. Ich weiß. Warum klingen Sie plötzlich so seltsam, geheimnisvoll, düster, bedeutungsschwanger, unheilartiger Weiß? Bevor Feuerflieg oder der Werwolf reagieren konnten, hatte Ronald Inger eine kleine Ampulle aus der Jackentasche gezogen, hoch über den Kopf gehoben und schmetterte sie nun mit aller Kraft auf das Parkett. Boah, ey, was ist das denn, verdammt?
Hey! Crescentia! Was? Oh! Auch der hexerisch begabten Assistentin stand erst einmal der Mund vor Staunen offen. Und das zu Recht! Vor ihnen hatte sich urplötzlich eine große, milchig schimmernde Blase gebildet, die den Schauspieler und Welf eingeschlossen und von den anderen getrennt hatte. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, ich denke schon. Ey, du aufgeblasener Bühnenbubi, du lässt mich hier sofort wieder raus oder ich brech dir alle Knochen einzeln nach der Reihe und mit Nummerierung. Kein Zweifel, das ist eine Dings, eine... Eine Statisblase. Undurchdringlich. So lange, bis die Wirkung des Zaubers nachlässt. Wie damals bei Bibu, dem Gartengnom. Nur deutlich größer und mächtiger. Aber warum? Ich hab da so eine Ahnung. Feuerflieg trat an die Blase und klopfte dagegen. Herr Inger? Ja, bitte, Herr Feuerflieg? Lassen Sie mich raten. Ihnen ging es nie um ein Gespräch, Ihnen ging es um den Real Deal, richtig? Was meinen Sie damit, Herr Feuerflieg? Dieser feine Schauspielsteller da drin hatte nie vor, einen Werwolf zu befragen. Oh nein, er will zu einem Werwolf werden, um seine Rolle so auszufüllen, wie sie noch nie jemand vor ihm ausgefüllt hat. So ist es. Ich werde der Erste sein, der seinem Publikum einen wahren, einen wahrlich wahrhaftigen Werwolf gibt. Natürlich, der Vollmond. Darum hat er sich den heutigen Tag ausgesucht. Ganz genau. Hey, Papageno, horche mal. Ja, bitte? Folgender Vorschlag. Du machst diese Blase da wieder auf, gehst brav nach Hause und versuchst es zur Abwechslung mal mit Schauspiel. Und dafür breche ich dir nur den linken Arm, als Erinnerung, dass du so eine Kacke nie wieder versuchst. Ja, haben wir einen Deal? Sie sind ja köstlich. Ganz und gar köstlich sind Sie. Ich fühle mich irgendwie nicht ernst genommen. Willkommen in meiner Welt. Herr Inger, ich fürchte, Sie haben vollkommen falsche Vorstellungen von dem, was Sie erwartet. Ganz im Gegenteil, mein Bester. Ganz im Gegenteil. Der Herr Werwolf wird sich bei Sonnenuntergang in einen... Werwolf verwandeln und gar nicht anders können, als mich zu beißen. Daraufhin werde auch ich mich zu einem Werwolf verwandeln und mein Method Acting dringt in darstellerische Sphären vor, die nie ein Schauspieler zuvor... Das Einzige, was vordringen wird, sind sehr bald die erschreckend langen Beißerchen von Ihrem Gegenüber. Aber davon werden Sie kaum mehr mitbekommen als den allerersten Haps und vielleicht noch ein Knacken. Was? Wie meinen Sie? Herr Inger, wenn ein Werwolf einen Menschen anfällt, dann wird dieser nicht sofort ebenso zu einem Werwolf. Ach, nein? Nee, so eine Transformation ist eine langwierige Sache und die meisten, die schaffen es nicht mal bis zum nächsten Vollmond, geschweige denn über die ersten paar Minuten. Ich verstehe nicht. Ach, meine Fresse. Wenn dich ein Werwolf anfällt, dann tut er das nicht, um dir einen kleinen Pieks in den Popo zu zwacken, sondern weil er dich erlegen und danach zerlegen will. Raff es bitte. Ich dachte... Nee, da hast du falsch gedacht, mein Lieber. Wenn wir beide bei Sonnenuntergang noch hier drin sind, verwandle ich mich in ein Werwolf und du dich in einen Haufen Knochen mit ganz, ganz wenig Fleisch dran. Du lieber Himmel, und das alles auf meinem Parkett. Herr Feuerflieg, bitte. Ja, ist doch wahr. Also das ist... Das ist... Ja, das ist es. Und wie? Also, mach diese Blase auf und gut ist. Das ist... Leider nichts möglich. Was? Wie? Aber... Ich fürchte, Herr Inger hat recht. Statisblasen haben eine Art Halbwertszeit. Man kann sie durch Magie länger aufrechterhalten, aber es ist nicht möglich, sie vor Ablauf des Zaubers verschwinden zu lassen. Mhm. Wie lange hält das Ding denn, um Himmels Schreckens willen? Ein Ampullenzauber für eine Blase von dieser Größe. Ich schätze, dass der Effekt mindestens bis zum Morgengrauen anhält. Aber bis dahin hat sich der Wolf am Inger längst fertig, Herr Ronald. Und dazu noch ein paar Bäuerchen gemacht, dass die Blase beschlägt. Wir müssen etwas tun. Ja, das müssen wir, aber was? Sie haben doch sonst immer so tolle Lösungen für alles und lachen dabei so liebenswert entrückt. Das Lachen kann ich Ihnen bieten, aber eine Lösung habe ich leider keine. Mist. Was tun Sie da mit Ihrem Handy?
Ich suche in meinem Hexenwiki nach irgendeiner Idee, die uns vielleicht weiterbringt. Hexenwiki, natürlich. Warum frage ich? Oh, verdammt. Ich spüre den Vollmond. Oh. Hilfe! Ich könnte mir neue Batterien holen und mich dann doch noch am Tetris versuchen. Was? Herr Inger, im Moment fehlen uns die Optionen. Aber wenn Sie vielleicht kurz mal still sind, könnte ich versuchen nachzudenken, wenn es recht ist. Hey, Entschuldigung. Tut mir so leid. Tut mir so leid. Liebes Hundi, braver Fautz. Sag das nochmal und ich fange extra für dich eine halbe Stunde früher an. Ich bin schon still. Braves Ronaldi. Oh, verdammt, Feuerflieg. Ja, will ich ja, aber ich weiß nicht mit was. Na, mit was wohl? Ich muss hier raus. Oder der Typ. Oder wir beide. Oder... was ist das denn? Das ist meine geliebte Sanduhr, beziehungsweise war sie, beziehungsweise die Scherbensäbiger, beziehungsweise nur noch... Moment mal. Crescentia! Ich finde nichts, was uns hier... Wissen Sie, wie man verhindert, dass eine Sanduhr abläuft? Ja, indem man sie auf die Seite legt. Ja, das auch, verdammt. Aber wissen Sie, wie man außerdem verhindert, dass eine Sanduhr abläuft? Man erschreckt sie, damit das Ding mit dem Fuß vom Tisch gekickt wird? Aha, Gott, na Gott. Ja, das geht natürlich auch. Aber wissen Sie, wie man außerdem verhindert, dass eine Sanduhr... Nun erzählen Sie schon, wir haben doch keine Zeit. Man macht das Loch zwischen den zwei Blasen so klein, dass kein Sand durchpasst. Aha. Und wie soll uns das jetzt... Crescentia, was ist denn der Behälter einer Sanduhr anderes als die Blase eines Glasbläsers, die in der Mitte zugeschnürt wird? Sie meinen... Wir müssen die Blase nicht öffnen, wir müssen die beiden nur trennen. Und zwar, indem wir... Die Blase in der Mitte zusammendrücken, natürlich! Sie haben recht, das ist genial und ich weiß auch schon wie... Also, dann aber los. Ja, also, wie ging der Spruch noch gleich? Hilfe! Welf, Sie, könnten Sie nicht vielleicht noch ein paar Sekunden zurückhalten, bitte? Nein, nein? Anstelle einer Antwort fiel dieser nun von Krämpfen geschüttelt zu Boden und Feuerflieg starrte ohnmächtig auf die Gestalt, die sich nun auf der anderen Seite der milchigen Blase hin und her wand. Oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Ich dachte, Sie wollten was lernen. Ja, aber doch nicht so. Du lieber Himmel, dieser Anblick ist... fürchterlich! So hat sich Ihr Schauspiellehrer gefühlt, als Sie vor ihm Shakespeare vernichtet haben. Crescentia, wie schaut's aus? Fenris! Natürlich! Ha! Das passt! Ah, natürlich! Der Fenris! Ich habe keine Ahnung, was Sie damit meinen, aber was immer es ist, tun Sie es! Selbstverständlich! Bitte treten Sie zurück! Unbedingt! Herr Inger, Sie auch! Lassen Sie so viel Platz wie möglich zwischen sich und dem Welf. Oh, nichts lieber als das. Kann ich irgendwas tun? Helfen? Geben Sie mir ein A. Vor Crescentia breitete sich ein dünner, golden schimmernder Streifen aus, kroch dann an der Statisblase empor, auf der Rückseite wieder hinab und erschien dann direkt vor ihr wieder. Die Hexe vollführte eine elegante Bewegung mit den Fingern der linken Hand und die beiden Enden des leuchtenden Bandes legten sich in einer kunstvollen Schlinge ineinander. Und jetzt? Nun gebührt Ihnen die Ehre, die Schlinge zuzuziehen. Und wie? Sagen Sie einfach... Dragu Piklokada. Dragu Piklokada. Er setzt zum Sprung an! Hilfe! Das war sehr, sehr, sehr knapp. Er hatte gerade zum Sprung angesetzt. Sie haben mir das Leben gerettet.
Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen jemals danken soll. Da habe ich schon eine Idee und sie lautet, bitte nähern Sie sich dieser Kanzlei nie wieder auf weniger als 500 Meter. Oh, ja, das werde ich gerne tun. Oh Gott. Respekt, Crescentia. Das ist ja wirklich ein hübsches Schnürchen, was ich da dank Ihnen zuziehen durfte. Danke. Der Zauber nennt sich Fenrirs Fessel. Eine Schlinge, mit der in der nordischen Mythologie der mächtige Fenriswolf gefangen wurde. Oh, das passt ja. Sag ich doch. Sagte ich doch auch schon vorher, weil, denn je mehr der Wolf daran zerrte und riss, desto enger zog sich die Schlinge zusammen und die Götter lachten als... Crescentia? Ja, Herr Feuerflieg? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir den Bildungsteil dieses Abenteuers auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschieben? Kein Problem, aber irgendwann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte, weil sie hat sogar eine Pointe am Ende. Ach, tatsächlich? Ja, einer der Götter verliert seine Hand. Vielleicht bringe ich Ihnen im Gegenzug das ein oder andere über Pointen bei. Sehr gern. Deal. Und was machen wir jetzt? Ach, das ist einfach. Wir warten jetzt bis zum Morgengrauen, dann ist Welf wieder er selbst und die Blase verschwindet. Und wir gehen alle nach Hause, um den Büroschlaf nachzuholen. Klingt gut. Oder was sagen Sie da drin? Ja, natürlich, sehr gut. Wunderbar, alles, was Sie sagen, aber lassen Sie bloß diese Schlinge da, wo sie ist. Keine Sorge, Sie lassen ja auch Ihre 50.000, wo Sie sind, nicht wahr? Also, da Sie das nun ansprechen, genau genommen waren die ja dafür, dass... Dass Sie mit einem Werwolf sprechen können, richtig. Nur zu, da drüben hockt er und er ist ganz Ohr. Oh, hoppala. Und Maul und Zähne und Krallen. Wollen Sie sich das vielleicht doch aus der Nähe ansehen? Nein. Das dachte ich mir. Also dann, wenn Sie was brauchen, rufen Sie. Aber bitte laut genug, damit wir Sie nebenan hören. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und für Sie auch, Crescentia? Ach, das wäre nett, liebend gern. Kommt sofort. Wo ist denn die Milch und der Zucker? Der Kaffee? Soll ich? Nein, nein, ich mach schon. Wenn Sie vielleicht schon mal die Milch und den Zucker und den Kaffee... Oder wo schaltet man das Ding nochmal an? Alles klar. Ja. Kanzlei Feuerflieg und Flugrad, Feuerflieg am Apparat. Ah, hallo. Ach, da bin ich aber froh, dass ich Sie noch erreiche. Und dann auch noch persönlich. Mein Name ist Hanna Erdberg. Wie kann ich Ihnen denn helfen, Frau Erdberg? In meiner nächsten Rolle spiele ich eine mächtige Vampirin in der Verfilmung Detektiv Draculek. Draculev, Verzeihung. Und das Drama der drei dunklen Damen. Und da habe ich mich gefragt, ob vielleicht Sie jemanden kennen, der vielleicht, oder die... Aber natürlich, kommen Sie doch einfach morgen in meine Kanzlei und bringen Sie 50.444,40 € mit in bar. Herr Feuerflieg! Musik, schnell! Anwaltskanzlei, die Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg steht auf dem Schild an der Tür dran, denn hieße ich Rufus T. Schmidt. Wär das Schild zu lang? Ich bin Ihr Anwalt, die Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg. Ihr Problem ist mir nie einerlei, denn mit mir als Ihr Anwalt, die Feuerflieg, 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 haben Sie danach vielleicht zwei oder drei. Mein Name ist Rufus D. Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg. Und dieses Lied ist deutlich zu lang. Das liegt daran, dass das D. Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg dreimal wiederholt wird. Und dann geht's weiter mit Rufus D. Feuer, 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 Feuerflieg. Hallo, irgendjemand, bitte haltet mich auf. Bitte stoppt Rufus D. Feuerflieg, Feuerflieg, Feuerflieg. Werft irgendwas auf mich drauf. Mein... Danke. Da sind wir wieder live. Klatschen so. Ja. Hallo, genau. Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder live. Einen wunderschönen guten Tag. Meine Fresse. Ah, oh, das war ein Ritt. Aber ich kann jetzt erst in den Chat richtig reinschauen. Da ist alles voll mit Jubel. Ach du Liebe, also, dann machen wir es mal so. Also, als allererstes, vielen herzlichen Dank an die Familie Boning in der Mitte. Ach so. Dann danke an Kai Taschner, den besten Erzähler der Welt. Bravo. Bravo.
neben Götz Otto, der für uns auch schon mal Erzähler war und auch der beste Erzähler der Welt ist und der beste Götz Otto der Welt. Und dann live aus Hamburg ohne allzu schreckliche Verzögerung und jetzt wieder entbartet. Es ist der einzig wahre Detlef Tams als Welf. Bravo. Moin. Ja, danke schön. Sehr geil. Dann haben wir dort, ist das richtig da? Ja, genau. Hier sitzt die Mel, die das organisiert hat. Bravo, Mel! Und überlebt. Dann haben wir ganz da hinten, haben wir unsere beiden Geräuschekollegen. Hinter dem Flo sind die, genau. Das ist der Muxi und der Kevin. Bravo! Supergeil. Davor den Chef von unserem Tonstudio, der Flo Oswald, an der dampfgetriebenen Basstrommeltuba. Bravo! Und Nico, schwenkst du einmal rüber zum Kevin, zum anderen Kevin. Hier sitzt der Luca an den Reglern. Bravo! Bravo! So. Also, wir werden versuchen, aus der Aufnahme, die wir gemacht haben, etwas zusammenzuschneiden und das wird es dann vielleicht dann irgendwann auch tatsächlich online geben. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, es hat alles gut funktioniert. Nur, Wiegald, am Schluss, die Esther hast du gar nicht gesehen, richtig? Nein, habe ich nicht gesehen. Darum wusste ich nicht, wie lange sie jeweils spricht. Oh Gott. Kann passieren. Das war nämlich so, wir hatten das reingeschrieben und ich habe der Esther gesagt, komm, könntest du uns vielleicht diesen kleinen Gefallen tun? Und sie hat gesagt, ja, mach ich. Und ich habe gesagt, schick's mir bitte am Donnerstag, das war gestern. Und dann habe ich sie heute, ich weiß nicht, ich glaube 10-mal angerufen. Und dann kam als Antwort irgendwann dieses Video, was sie im Auto aufgenommen hat. Ich glaube, ihre Tochter hat gefilmt. Und sie hat gesagt, oh Gott, meine Tochter hat eben erst gesehen, dass du angerufen hast auf meinem Handy, irgendwie, was sie sonst nicht benutzt. Vielleicht ruft da nur ich an. Dann hat sie das gefilmt und hat es uns geschickt. Und wir haben es jetzt in der Hektik ja nicht mehr geschafft, es quasi in den Zoom-Call, der das ja ist, einzubinden. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gestimmt hat. Vielleicht kann jemand im Chat schreiben, ob das funktioniert hat. Super, 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 alles super, das ganze Team, ihr wart alle super, so super, super, super. Dafür, ob das funktioniert hat. Dafür hat es gut funktioniert, schreibt jemand, okay. Hoffentlich gibt es das öfter. Ihr seid ja die genialste Hörspieltruppe der Welt. Das ist Suchtstoff, okay, also ich glaube... Es war ihnen egal, okay. Okay, möchte irgendjemand von euch noch irgendwann ein paar Worte auf Esperanto an den Stream richten? Sonst würde ich sagen, trinken wir auf 4 Meter Entfernung jeweils ein Bier. Herzlichen Dank. Toll, dass ihr dabei wart. Na, sehr gut. Das war ein schönes Schlusswort. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden das vielleicht irgendwann wieder machen, wenn uns jemand Geld dafür gibt. Dann genau. Warte mal, ich gucke mal, ob ich was dabei habe. 50.000. 44. Oh, meine Fresse. Okay. Meine Fresse. Gut, es sei noch erwähnt, dass man diesen Kanal natürlich abonnieren kann und man kann ihn mit Twitch Prime, also mit Amazon Prime, kann man ihn sogar so abonnieren, dass wir was davon haben. Das wäre natürlich toll. Und die gesamten 5 Euro gehen an das Hilfswerk Kuchen für Wiegald. Also ich fände es ganz nett, wenn wir ein paar Abos, da lacht seine Frau. Also, vielen, vielen Dank. Das war's. Und wir sehen uns am Montag wieder auf diesem Kanal mit was völlig anderem und am Dienstag mit noch was völlig, ganz, ganz völlig anderem. Noch. Winke, winke, bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.